Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 1 von Simotrans mit dem Pack Comic 192, glaube ich. Versionsnummern sind die 12302 bei Simotrans und 06 bei dem Comic Pack. Und ja, wir sehen jetzt gerade hier nicht so ganz so viel, weil ich denke, nach dem Intro schauen wir uns die Karte an, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, ich habe eine Karte gemacht, die 512x512 ist. Die hat 16 Städte, 8 Sehenswürdigkeiten. Die Industrie steht auf 0. Stadtgröße ist 1. No crowd, was der Michael sagte, overcrowded oder so. No, ich weiß nicht, wie es jetzt heißt. Ihr wisst, was ich meine. Das habe ich eingestellt und habe diese Karte rausgefunden. Jo. Ihr seht, hier eine Landmasse, hier eine Landmasse, da eine Landmasse und hier unten, wenn wir die Karte runterziehen, das ist aber angebunden, hier sieht man das nicht so gut, aber ja, da unten gibt es auf jeden Fall eine Verbindung. Wir können ja mal da hinklicken und dann machen wir die Karte zu, dann seht ihr, dass es hier ganz knapp eine Verbindung gibt und hier ist auch noch eine kleine Landverbindung. Ja, was ich jetzt gerade nicht so schön finde, dass diese Straßen für 1900 schon asphaltiert sind mit Mittelstreifen und Leitpfosten. Schade drum, aber ist halt so. Wir haben ja die 16 Städte, wenn die das sind, die hier drauf sind, haben wir Bad Zwischenahn, die wir natürlich auch ändern können. Das könnt ihr gerne in den Kommentaren dann reinschreiben, wenn ihr in eurer Stadt da verewigt haben wollt, dann schreiben wir das da natürlich rein. Bergigkeit, wie ihr seht, ist ein bisschen mehr. Ich glaube 320 hatte ich da eingestellt. Zittau ist hier. Dann lohnt sich der ein oder andere Tunnel vielleicht auch. Und ja, was haben wir noch? Keine Bäume habe ich gemacht, weil das der Übersichtlichkeit halber, glaube ich, nicht so dolle ist. Industrien auf Null hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Ich will hoffen, dass die wachsen. Der Michael hatte ja sein, ja, wie sagt man, Offset eingestellt. Das habe ich dann auch so ein bisschen da angepasst und geguckt, dass ich das auch so mache. Hier gibt es noch Lübecke. Da gibt es eine Insel. Oh, hier, guck mal, hier ist noch eine Insel, aber da ist auch keine Stadt drauf. Darum gibt es noch zwei Inseln oder sowas. Da sind aber auch keine Städte drauf, ne? Ne. Ja, dann sind hier, es muss hier noch, Attendorn ist da noch und da ist sonst nichts. Da ist eine Sehenswürdigkeit. Hier ist eine Burg. Noch einmal Sehenswürdigkeit. Hier gibt es zwei Städte: Stadthagen und Palenberg. Okay. Die sind da verbunden. Was haben wir hier? Irgendwo noch was? Nein, haben wir nix. Roßlau ist dann hier. Oh, jetzt ist er zurückgesprungen, oder? Ja. Ja, und hier ist wahrscheinlich unser Zentrum Jena, Mettmann, Eislingen sozusagen. Hier sind die meisten Städte, die dann auch, wo sind sie? Hier, ziemlich nah beieinander sind, ne? Das macht also Sinn, vielleicht hier anfangen, zwischen Mettmann und Jena oder Mettmann und Eislingen, vielleicht auch diese drei Städte, die erste Postkutsche fahren zu lassen. Ne? Würde ich sagen, haben wir das soweit. Wenn da Fragen zu sind, gerne fragen. Wenn ihr Städte umbenannt haben wollt, in den Kommentaren bitte reinschreiben. Und sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich noch dazu sagen kann. Der Aufbau, Flusslänge etc. ist klar, gibt es da auch. Da ist leider keine normalen Straßen sind, ist das halt so. Weiß nicht, ob das in dem Pack nicht geht. Irgendwo war das so, dass man dann erstmal mit so Feldwegen anfängt. Finde ich schöner eigentlich in dem Zeitalter. Aber ist dann so. Jetzt wäre dann zu überlegen, ob wir unser erstes Depot irgendwo hinbauen. Oh, guck mal, hier ist ja fast schon Kreisverkehr gebaut, ne? Autobahn, kennen Sie da auch schon. Ich würde jetzt sagen, bei Mettmann könnte man jetzt erstmal hier eine Stadtstraße machen. Und das Depot dahin bauen, ne? Machen wir hier an, das Depot dahin. Und dann würde ich sagen, können wir gleich die erste Pferdekutsche losjagen. Achso, wir müssen erstmal Haltestelle bauen. Haltestellen bauen. Was haben wir denn hier? Bushaltestelle, 25 Passagiere, 50 Passagiere. Ah, hier ist mit Briefkasten schon mal für uns. Was ist das hier? Beladezone. Okay, für 5 Fracht. Okay, uns wird jetzt wohl die Bushaltestelle mit Briefkasten interessieren. Die würde ich jetzt mal beim Mettmann hinsetzen.
Und hier unten war jener. Ja, genau, da nicht hin, daneben hin. Und dann hatten wir hier noch, was war die dritte Stadt? Esslingen. Esslingen hat natürlich die Straße gleich wieder so geschickt gemacht, dass das nicht klappt. Deckt das dann aber nicht ab, oder? So deckt es aber ab. Das bedeutet, wir müssen hier schon mal so vielleicht machen, ne, oder? War das mit Postkasten? Ja. So, da ist abgedeckt. So, das ist unsere erste Tour, die wir jetzt haben. Oder die ersten Strecken. Wir brauchen das Doppelgespann oder wie heißt denn das? Zweier Pferdegespann. Und den. Und den Fahrplan, der von Mettmann nach Jena geht. Das soll erstmal so reichen. Und warte auf Mindestbeladung. Nee, das lassen wir erstmal alles so. Dann wäre das hier erstmal schon mal richtig, der Fahrplan. Machen hier eine neue Linie. Fahrplan zur Linie. Linie, wo ist hier neue Linie? Gibt es hier keine neue Linie? Das ist Linie 1. Okay, das würde bedeuten, wir müssen hier Regionalbus Mettmann Jena machen. Ne? Passt. Kommt hier oben auch hin. Sehr gut. Erste Linie ist dann fertig. Und wir können auch schon den loslassen. Dann machen wir wieder einen Gespann. Machen Bus. Und der nächste Fahrplan ist dann Mettmann nach, was war das, Esslingen? Esslingen war das, ne? Esslingen. Haben wir? Kann man denn jetzt hier den Namen ändern? Kann man gar nicht hier, oder? Okay. Wenn man nach unten macht, kommt man in diese Sache rein. Sehr interessant. Regionalbus. Mit Mann. Das war Esslingen, ne? Ja. Gut, haben wir Esslingen. Wendestrich dazwischen, ne? Weil das wollen wir ja schon so einheitlich haben. Schuss bedeutet, das ist übernommen. Und starten. So, damit sind die ersten unterwegs. Wo ist denn das erste Gespann? Hier, hat das schon in Mettmann angehalten oder ist es gleich da durchgefahren? Weiß ich nicht. Okay, es fährt hierhin erst. Machen wir kurz einmal schneller. Noch keiner drin. Okay, dann ist das so. Dann haben wir da erstmal was geschafft. Ja, ich hoffe, dass das euch so gefällt. Sagt da was zu, schreibt da was zu. Und dann würde ich sagen, würde ich hier die erste Folge erstmal nach gut 8 Minuten zwar erst einen Cut machen. Aber bevor wir da was machen, was nachher gar nicht passt, zum Beispiel das mit der Industrie, der Michael, der wird das bestimmt wissen, wenn er das so bei seiner Karte macht, ob das nachher nur eine Personenkarte ist oder ob die Industrien dann, wenn die Städte groß genug sind, dann doch spawnen. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.